Runde 2, Bitch, und mein Gegner ist Nainiko. In seiner ganzen Laufbahn hatte er nicht ein Video. RBA Shit, scheiße, es ist echt, denn bevor du battlest, lern erstmal zu rappen. Der Gegner mit Autotune forten, Bitch, das ist nicht peinlich. Dir sollte doch klar sein, dass du dir selbst damit ans Bein pisst. Hör doch lieber auf zu betteln und lerne erstmal Jahre richtig auszusprechen. Alle finden sich meist scheiße, nur steht da in den Lyrics ganze dreimal Scheifle. Deine Runde gegen Edge hatte keinen Gegnerbezug, aber das zweimal als Quali einreicht auf jeden Fall gut. Krasse Zaubertricks, da kriegt man ja Angst. Die sind nur im Video, damit man sieht, was du kannst. Ein Jahr Rap und immer noch dasselbe Niveau. Kannst du mir verraten, wo mein Gegner ist? Nainiko, Nainiko, wieder ein Wicked, denn ich kann. Ein Battle gegen mich und dir geht besser auf Distanz. Keine Steigerung vorhanden, so wie mein letzter Gegner. Das ganze Turnier passt hier ins Wicked-Schimmer. Nainiko, ein Standard-Rapper, der nichts kann. Ein Jahr ohne Steigerung, ich geh dir besser auf Distanz. Dieser Autotune-Scheiß, was ne Blamage ist, dass das Viertel oder doch ein zweites Achtelfinale. Okay, bitte was? Crane fragt mich nach einem Feature, ob ich gegen so einen Nier-Neko ein paar droppen kann. Na gut. Der Part wird zwar überwack sein, aber hey, los geht's. Eine Nier-Neko, was ist das für ein Name? Hoffentlich stimmt für dich für die Teilnahme. Seid ihr sicher, ich werde auf dich einschlagen. Schon klar, du steckst in einer Scheißlage. Machst mit bei Trunks, Cypher, doch bleibt es lieber. Jetzt meine Fehler, was ist das für ein Feature? Seid ihr sicher, in dem Battle bleibt der Verlierer. Ich überfahre dich gleich in einem fetten Beamer. Deine Mucke ist so gut wie die Bewertungen. Auch ohne Feature hat Crayon längst gewonnen. Wurdest von vielen zerfetzt, sprich Verletzungen. Klingst, als würdest du viele Schmerze lutschen. Deinen Namen nach zu urteilen, bist du Weaboo. Hast lockende Katana-Sammlung, ey bravo. Dein Sexpartner ist und bleibt ein Body-Pillow. Dich beschreib ich als Soft City Low.